Ein Ballon d'Or. Ah, ich habe so viele im Kopf, ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde halt immer, das muss eigentlich auch so von Position zu Position muss es eigentlich jeweils immer einen geben. Ballon d'Or, ja. Klar, in der Regel sind es dann meistens schon auch Offensivspielerinnen. Ich fand, Midema hat eine starke Saison gespielt, die hat es auf jeden Fall auch verdient. Dann... Vielleicht Vivian Midema, wenn ich es jetzt richtig ausspreche. Ich bleib bei Midema einfach. Die jetzt auch ein sehr gutes Turnier bei Olympia gespielt hat und sicherlich auch noch nach wie vor Potenzial nach oben hat. Ja. Diese Saison schwieriger. PSG hat eine gute Mannschaft. Chelsea hat gewonnen, Champions League. Real Madrid sind auch gute Spieler. Lewandowski gibt es da auch noch. Wahrscheinlich Messi, weil er die Copa America im Alleingang gewonnen hat. Ich glaube, dieses Jahr gibt es mal eine Überraschung. Schwer zu sagen, also es gibt da, Jorginho hat beide Titel geholt. Namentlich fällt mir jetzt wirklich direkt jetzt keiner ein, aber ich denke, es wird einer aus den Top-Ligen sein, Top-Mannschaft. Also, ich glaube auch einer vor die beiden Altmeister, vor Juventus hinten drin, wird es verdienen. Ich glaube, dass Vivian Midema eine gute Kandidatin sein könnte, den Ballon d'Or zu gewinnen. I would say... Wobei... Alexia from Barcelona. Vielleicht auch Alexia Putellas. Like every time I have seen her, she's just so good on the ball and like her technique is incredible, so yeah. Auch eine sehr starke Spielerin. Vielleicht habe ich da so zwei Favoritinnen. Ich bin französisch und für mich... Ich befürchte Jorginho, aber... Wäre sehr gut für der Frankreich. Eine französische Spieler gewann die Ballon d'Or. Ja, für mich hätte es Lewandowski verdient. Lewandowski. Lewandowski nochmal? Ich glaube, der ist einfach wirklich. Oder Haaland vielleicht? Einer der besten Spieler und das hat man auch wieder gesehen.